Da es für uns bald für einen Monat nach New York geht, hat Alex die besten Reisegadgets in den Tiefen des Internets herausgesucht, um uns die Reise so angenehm wie möglich zu machen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass manche Gadgets leider zu Hause bleiben müssen. Starten wir mit dem ersten Gadget. Boah, gay. Was steht da? Oder was ist das? Was ist das, die Marke? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Was ist denn das? Also jetzt auf jeden Fall ein Reißverschluss dran? Ja, finde das mal heraus. Okay, es ist wahrscheinlich so eine Kombination, ne? Hat man ja schon. Du kannst es als Kissen benutzen auf der einen Seite, aber du kannst auch... Wow, voll flauschig. Aber wenn du den Reißverschluss aufmachst, hast du auch eine Decke. Ach, das könnte... Ja, okay, das kann ich jetzt natürlich nicht mehr als Kissen benutzen. Das ist einfach nur so ein kleines Serviettchen. Ach, geil. Und dann kann ich damit quasi jetzt liegen. Die Sache ist aber, also auf Kurzstreckenflügen ergibt das ja eh keinen Sinn. Aber wenn man jetzt so länger unterwegs ist, mal in der Bahn, 4-5 Stunden oder halt in einem Flugzeug wirklich Langstrecke fliegt, kriegst du eigentlich auch eine Decke, oder? Wenn du Business Class fliegst, ja, aber Economy... Nee, also ich bin letztes Mal, als ich wirklich Langstrecke geflogen bin, war Economy, Emirates, da kriegst du auch eine Decke. Bin noch nie Economy geflogen. Ich bin wirklich eigentlich mehr Eco geflogen, aber... Ich bin noch nie Eco geflogen. Wie teuer ist ein First-Class-Flug von hier nach Amerika? Schon so 10.000, 15.000 Euro. Das finde ich ja so dumm, ne? Das finde ich ist die größte Geldverschwendung, die du machen kannst. Ich würde das direkt in dem Moment bereuen, wo ich gelandet bin. Wüsste ich, okay, ich hätte das Gleiche auch machen können, einfach... Vor allem, es sind ja nicht mal eine Woche, sondern es ist ja einfach ein paar Stunden. Ich glaube, es geht vielen halt auch einfach wirklich um den Service, den du dann am Flughafen hast. Dass du irgendwie in ein gesondertes, ne, in Frankfurt kommst du in ein gesondertes Terminal, du wirst mit einem Auto zum Flughafen gefahren, du musst dich nicht zum Flugzeug, du musst dich nicht anstellen. Ich will das gar nicht verteidigen, ich würde es auch nicht machen, aber... Du kennst das bestimmt, wenn du im Flieger sitzt und du hast dann diese komischen Kopfhörer, die auch so in den Ohren kratzen und so. Digga, darüber muss man nochmal reden. Gefühlt ist das dieses Infotainment in Fliegern wirklich 2003, oder? Genau, und damit du das upgradest auf die neue Zeit, habe ich hier einen Wireless Audio Transmitter. Und zwar kannst du den, guck mal, da gibt es auch extra diesen Flugzeugadapter hier, so, ne, falls es dieser Stecker im Flugzeug ist. Und dann kannst du dieses Ding da reinstecken und dann kannst du deine Kopfhörer damit connecten. Also entweder, wenn es nur Klinke ist im Flieger, stecke ich einfach das Ding da rein. Genau. Und sonst, wenn dieser komische Stecker da ist, mache ich das quasi als Verbindung darüber. Und dann kann ich das mit meinem Handy verbinden und höre dann... Mit deinen Kopfhörern? Die das direkt mit meinen Kopfhörern verbinden. Mhm, mit meinen AirPods. AirPods oder so, ja. Dafür ist es gedacht. Wie soll das denn funktionieren? Naja, das ist ein Bluetooth-Transmitter. Und dann halte ich meine AirPods daneben, dann funktioniert das. Ja, da steht da drauf. Guck mal, irgendwas mit Pair. Also wir können es jetzt nicht testen, wir haben jetzt hier kein Flugzeug leider. Hast du privat ein Flugzeug oder fliegst du dann, wenn du First Class fliegst, wirklich mit zur Lufthansa oder so? Manchmal schon privat, ne? Fuck. Das ist krank. Das Alex, ist noch alles Alex, aus meinem alten Job. Darf ich deinen Fuß küssen? Das ist for real eine gute Idee, weil ich finde, so die Technik in vielen Fliegern wirkt immer so ein bisschen veraltet. Ne, habe ich ja gerade schon gesagt, Klinke, Digga, welcher Mensch benutzt noch Klinke? Aber ich finde mittlerweile wirklich die Filme manchmal unnormal krass aktuell in Flugzeugen. Also sind ja teilweise Filme, die gibt es nicht mal im Streaming, laufen noch im Kino oder so, dann gibt es die aber in irgendwelchen Flugzeugen. Ich bin zumindest jemand, also ich bereite mich immer extrem krass auf einen Flug vor. Wenn ich mal Langstrecke fliege, so, ich weiß ganz genau, ich habe mein Buch, ich habe mir 3 Folgen meiner Serie runtergeladen, ich habe mir irgendwie diese To-Dos mitgenommen, ein Video werde ich schneiden oder so, aber das ist krass. Ich glaube nicht nur Langstrecke, oder? Auch bei so einem Mallorca-Flug bereitest du dich schon so 3 Wochen vorher vor? Mallorca-Flug ist doch, du gehst hoch, dann gehst du wieder runter. Wenn ich nicht wieder irgendwelche streitenden Pärchen im Flieger habe und wir plötzlich mit Bundespolizei 4 Stunden Verspätung haben auf dem Rollfeld in Köln. Das ist krankeste Story immer noch. Nächstes Gadget. Ich weiß nicht, ob du das wirklich brauchst, aber wir gucken einfach mal. Weil ich Economy fliege im Gegensatz zu dir in der First Class oder was? Nee, das ist eher so, bevor du in den Flieger reinkommst. Bevor man in den Flieger reinkommt, was soll denn das sein? Steht's nicht drauf? Du bist so am Terminal unterwegs. Cup Holder Grey. Ich habe auch überall Fusseln von dieser komischen Scheißdecke noch, Alex. Ja, doch nicht so toll. Vielleicht muss die vorher gewaschen werden. Ja. Oh, jetzt ist es kaputt, oder? Nee. Das ist Klett, du Idiot. Ja, Entschuldigung. Hey, was mache ich denn damit? Das ist ein Cupholder, den ich mir umbinde? Den mache ich an mein T-Shirt dran, oder wie? Genau, da machst du Batterien rein, dann hast du Akkus, dann lädst du auf. Ich verstehe den Sinn noch nicht so ganz. Also, was ist das genau? Wir sind das kommt um den Koffer drumherum. Wir sind ja Profis. Ich dachte erst, das wäre was ich mir irgendwie um meinen Hals binde oder um meinen Kopf. Und dann ist das ein Kissen für im Flieger. So, guck dir das an. Ach, du heilige Scheiße. Ja, ich glaube... Das ist ja das Unnötigste, was ich je gesehen habe. Der Koffer ist zu breit. Den Koffer gibst du doch vorher ab, du Trottel. Ja, aber es gibt ja auch kleine Koffer, die man nicht abgibt. Naja, also, vielleicht gibt es Koffer mit einem dünneren, aber dann kann man hier so seinen Becher reinmachen. So. So. Hier so, oben so rein, stecken so. Und dann hast du deinen Cup hier drin. So Stanley Cup, die ganzen Girls mit so Kaffee. Das ist unnötig. Das ist wirklich unnötig. Hier machst du deinen Reisepass rein, guck, da ist extra so ein P, Batterie, Akku. Würde ich auch nicht vertrauen. Also ich glaube, für Vielflieger gibt es Sinn, wenn du so einen kleinen Handgepäckskoffer hast und dann kannst du so mit dem Handgepäckskoffer, schiebst du so neben dir her, gehst du so in den Flieger rein, Reisepass, Perso, Flugticket und dann hast du da so deinen Cup und bla, aber dann bist du im Flieger, dann so
Warte, ich muss kurz meinen Cup entfernen. Reisepass raus. Das ist komplett auseinander hier. Ja, also für mich wäre das jetzt nichts. Ich würde dann. Ja, okay, dann nehmen wir das halt nicht mit. Wohin nehmen wir es mit? Ach, nach New York. Leute, wir fliegen nach New York. Nächstes Gadget. Ich weiß jetzt schon, du wirst es hassen. Also ich finde es eigentlich ganz geil, aber egal. Ich zeig dir das Bild von und drauf gar nicht, weil dann musst du herausfinden, was das ist. Aber ihr dürft es sehen. Ich hab's ja schon gesehen. Ach so. Oh, Mann! Du kannst ja deine Füße da reinhängen irgendwie. Und dann machst du es an den Vordersitz, oder wie? Ja, genau. Hä? Ergibt ja auch keinen Sinn. Doch, da kannst du deine Füße hochlegen. Bro, du hast im Flieger so 10 cm Beinfreiheit. Wo soll ich das denn dran befestigen? Ja, kenne ich auch nicht. Alex! Ich zeig dir ein Bild, wie das aussieht. Alex! Ist. Ja. Ich glaube, wenn man so chillt, ist schon geil. Aber du hast ja nicht diesen Platz. Ich hab überall noch von dem Cupholder jetzt und von der Decke. Wirklich das Billigste vom Billigsten. Das Einzige, was du brauchst auf einem Langstreckenflug, sind Schlaftabletten. Mehr nicht. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich kenne Leute, die nehmen wirklich vor einem Langstreckenflug, die schmeißen sich so eine Schlaftablette irgendwie rein und dann sind die weg. Dann fliegen die 12 Stunden und schlafen die ganze Zeit und kommen perfekt an. Und ich bin so jemand, ich baller mir vorher da irgendwie 3 Rotweine rein in der Lounge, weil ich dann denke, ja, auf meinem legendären Flug. In der Lounge bist du? Ja, den hatte ich ja bezahlt bekommen, diesen Flug von Miami nach Madrid. Und dann dachte ich, boah, perfekt, perfekt. Ich kriege hier bezahlt dafür, dass ich mir hier Rotwein reintrinke. Da hatte ich einfach nur Kater auf dem Flug. Und war die ganze Zeit so am Zittern so gefühlt. Jetzt kommen wir zu einem ganz kleinen Gadget. Das sieht schon wieder komplizierter aus, als es ist. Aber eigentlich, glaube ich, ist das richtig geil, weil damit kannst du dein Handy am Sitz vorne festmachen, damit das so eine Halterung ist. Boah, ich hatte letztens einen neben mir in der Bahn. Tatsächlich, der hatte das auch am Vordersitz festgemacht, obwohl du in der Bahn ja sogar einen Tisch hast. Aber der hat seine Hülle, das war so eine Klapphülle, hat der irgendwie so da reingemacht, festgemacht. Und dann hing sein Handy da so runter. Das hat auch super gut funktioniert bei ihm. Bei mir hat das jetzt nicht geklappt, weil ich habe halt nicht so eine Klapphülle. Aber das hier klingt sinnvoll. Also ich kann das nehmen. Hier aufmachen. Ja, ich sollte vielleicht die Anleitung lesen. Seit wann liest du Anleitung? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich hier jetzt weitermache. Ja, hält. Das funktioniert. Und das ist richtig stabil. Also wirklich hier, das ist krank. Muss ich halt jetzt überlegen, das wäre ja dann andersrum an der Tischkante oben dran. Du hast den ja hochgeklappt, den Tisch im Flugzeug. Ja, genau. Es wäre ja quasi so jetzt vor mir. So, zack. Also wenn ich so sitzen würde, würde ich das hier an dem Sitz vor mir befestigen. An dem Tischding. Und dann würde ich das Handy quasi so klappen können, zu mir hin. Das ist dann schon geil. Und das Ding ist richtig stabil. Also ich zeige euch das mal jetzt beispielsweise hier an unserem Tisch von FlexiSport. Von unserem FlexiSport-Tisch. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das sind die Tische, die wir aktuell hier in unserer Halle haben. Den kann Alex jetzt sogar hochfahren. Schaut euch mal an, wie stabil das ist. Das ist krass. Das hält richtig gut. Das hätte ich niemals gedacht. Ja, Alex, wir wissen, der Tisch kann hoch und runter fahren. Cool. Ja, so ist die Ansicht eigentlich am besten für die Videos. Ja, so ist am besten, dann sieht man nämlich keinen von uns. Vor einem halben Jahr, als wir hier in unsere Halle, in unser Studio reingekommen sind, haben wir nach Partnern gesucht, die uns perfekt unterstützen konnten. Und da kam FlexiSpot auf uns zu. Die, wie der Name das schon sagt, dafür bekannt sind oder sich das als Ziel gesetzt haben, dass man nicht irgendwie steif am Schreibtisch sitzt, Rückenschmerzen bekommt, sondern wirklich, du kannst doch ja mal hochfahren, dich hinstellen und bist quasi flexibel. Allergeilste sind die Memory Presets. Geil, oder? Kannst auf einen Knopf einfach draufdrücken, dann hat Yusuf seinen Knopf, Alex oder irgendwelche anderen Leute, die hier sind. Sander hat sogar auch einen Knopf und dann bei Sander ist ganz unten. Ja, du kannst halt dann wirklich einfach so sagen, komm, ich pack das einmal auf Nummer 4, ich bin Nummer 2, bla bla. Und dann klickst du einmal drauf, wenn ich stehen will, dann ist es perfekt auf meiner Höhe, weil wenn ich größer bin als Yusuf, dann stehe ich obviously ein bisschen weiter oben und dann ist der Tisch auch weiter oben. Bei dir ist 0 eigentlich, aber wollte ich jetzt nicht. Geht nicht ums Niveau, Alex. Achso, ich dachte, weil du eine Nullnummer bist. Hast du so einen Tisch auch in deiner First Class eigentlich? Zu Hause habe ich übrigens auch noch den BS12 Pro. Das ist ein Schreibtischstuhl von FlexiSpot, der auch unzählige Einstellungsmöglichkeiten hat und vor allem für mich halt von zu Hause. Also das ist der bequemste Stuhl, auf dem ich hier saß. Den seht ihr auch immer in den Videos auf dem Luke-Schuh-Kanal. Und das Beste ist, auf diese Büro-Essentials gibt es einfach unfassbare Rabatte in der Black Week. Ihr könnt bis zu 50% sparen vom 14. bis 20. November auf den E7 Pro und auf den BS12 Pro. Und nicht nur das, sondern vom 29. November bis zum 2. Dezember haben die schnellsten unter euch auch noch die Chance auf 50% Cashback. Alle weiteren Infos findet ihr dazu unten in der Videobeschreibung. Und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Reisegadget. So, Laser. Was ist denn das Wichtigste, was du brauchst, wenn du in die USA fliegst oder in ein anderes Land so außerhalb von Europa? Euch beiden. Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Bitte. Ich brauche einen Reisepass. Ja, und wenn du jetzt Videos schneiden willst, du willst ja geilen Content. Ich brauche meinen Laptop. Mhm. Und was machst du, wenn der Akku leer ist? Ein Ladekabel. Mhm. Und was brauchst du, wenn du in den USA bist? Gib mir das scheiß Gadget, Mann. Was brauchst du? Ein Adapter. Ja. Ein Steckdosenadapter. Genau. Und da habe ich einen Multi-Adapter. Damit kannst du in alle Länder reisen. What? Ja, es gibt ja verschiedene Steckdosen. Nicht nur USA, andere auch UK. Okay, das werde ich auch nie verstehen. Oder USA ist das, wo das so richtig wackelig ja, da drin steckt. Ja, das fällt ne? einfach immer raus. Das ist so dumm. Ich finde, wir haben in Deutschland die besten Steckdosen. Ja. Wenn ich das vergleiche, denke ich mir nur so, boah, geil. Ach krass, guck mal, kannst du dir sagen,
Dann kommt das hier, USA oder Australien. UK kann man sagen, okay, dann kommt UK. Oh mein Gott, Digga, das ist ja krass. EU, ja, okay, unsere klassischen. Und hier auf der Rückseite auch noch mal irgendwie was. Ah, da kannst du das dann reinstecken natürlich. Genau, da kannst du alles, kann ich alles drei gleichzeitig rausfahren? Nee, das geht wiederum auch nicht. Doch, geht. Macht auch irgendwie Sinn, oder? Doch, guck mal, ich kann hier schon... Ja doch, wenn man es genau macht. Ja, ich bin jetzt gerade in UK und EU gleichzeitig. Ah. So halb in der EU. Halb, diese ja. Brexit-Übergangsphase. Aber ich habe natürlich noch weiter gedacht, Laser. Jetzt habe ich schon ausgepackt. Scheiße. Das ist ein 4-in-1 Ladekabel. Ach, du meinst, wenn jetzt irgendwo beispielsweise in einem Hotelzimmer ist nur USB, mhm, dieser Anschluss. Ist das ja, USB-A? Ja, das ist USB-A. USB-A-Anschluss, dann kann ich den da reinstecken und dann kann ich darüber laden, dann irgendwie mit meinem Handy, weil mein Handy hat aber kein Lightning mehr. Ja, aber guck mal, dann ziehst du das hier einfach ab. Darum geht das ja. Das geht darum, dass du, weil du musst ja, wenn du reisen willst, musst du ja Platz sparen. Außer du fliegst halt wieder Business und hast drei Koffer dabei, ne? Aber dann musst du Platz sparen, dann nimmst du nur das mit und hast damit drei Ladekabel. Ich glaube, ich bin noch nie Business geflogen. Das ist eine Lüge, aber nach L.A. damals. Ah ja, okay. COD. Siehst du, guck mal, ich weiß besser Bescheid als der Junge selber. Ey Leute, es wird so geil. Wir sind bald in New York und da kommen nur Videos aus New York. Locker so 10, 12 Videos am Stück. Stell mir das auch richtig witzig vor. So wir drei in so einer Business Class, wir sitzen einfach so da und weiß nicht, ich will mich nur vollfressen und schlafen. Willst du arbeiten? Was würdest du da machen? Ich schieß mich da völlig ab. Ich nehme da alles in Anspruch. Ich glaube, Yusuf, der testet so alles. Der Yusuf ist so, der ist so, da hinten ist der Malen und so. Ich bin ja, so dorthin kennengelernt. Und dann kann ich so nach 5 Minuten mit den Stewardess oder deinen Flugbegleiter so befreundet und checkt schon mit denen ab und checkt so alle Funktionen von dem Flieger ab. Ja. So, wo mache ich die Klimaanlage hier? Ja, so geil. Ey, wir müssen eigentlich so einen Test machen, wo wir das ganze Ding da auseinandernehmen und testen. Ja, oder fliegen direkt. Selbst fliegen? Ja. Wäre auch geil. Ja. Kommen wir zum nächsten Gadget. Ich habe noch 3 insgesamt. Das ist, naja, man sieht es ja schon, ein weiteres Kissen. Aber das kann alle Positionen, die du brauchst. Und du solltest bitte nicht vorher aufblasen. Du solltest es erst, wenn du im Flieger bist, aufblasen. Ach, das heißt, wir können es jetzt gar nicht testen? Doch, wir können das jetzt schon testen, aber du solltest das nicht halt, wenn du beim Einsteigen so. Das stand hier irgendwo, bitte nicht beim Einsteigen schon aufblasen. Ja gut, weil das wahrscheinlich zu groß wird, ne? Ja, ja. Ach, das muss ich jetzt selbst blasen. Ja. Ja, das kann Alex ja besser. Boah, riech mal Reisegadgets, Leute, klasse. Boah, riech mal da dran, das geht ja gar nicht. Noch mehr? Krank, das ist einfach ein eigenes Haus. Boah, jetzt platzt es gleich. Alter, das ist irre. Ja, jetzt hast du dein neues Haus. Das sieht ja richtig gut aus. Mach mal Kopf da rein. Nee, Kopf soll man ja nicht reinstecken, man soll das ja so nehmen. Kannst du auch, glaube ich. Steht hier. Dann kann man das irgendwie so und dann kannst du das gegen den Sitz vor dir machen. Mach mal Kopf da rein. Das ist ja geistkrank unbequem. Wo soll ich denn hier meinen Kopf reinstecken, ja, Alex? Oben, so, guck mal, das ist echt so ein Nasenloch. So? Ja, ist ja jetzt voll geil, oder? Unnormal scheiße. Hä? Digga, das ist ja unnormal unbequem. Ach so, stimmt. Und hier unten kann man gar nicht, weil da ist ja nicht offen. Nee, du kannst da gar nicht rein. Und was macht man mit dem Loch? Ja, Airplane ist hier wirklich, dass du es so vor dir hast. Und dann bist du so gegen den Vordermann sitzt. Dann gibt es das doch für Office. Da kannst du es so hinlegen, Arme hier durch. Ah, dann darfst du das Dach, oder? Okay. Aber auch das ist extrem unbequem. Also finden wir nicht gut. Ich dachte, dass das hier das geilste Gadget wird, als du es aufgeblasen hattest, aber... Da steht auch Jeff Die drauf. Also vielleicht sollst du davon sterben. Steht da. Jeff Die. Ja. Sorry. Ich habe nur vorgelesen. Der kennt sich halt nicht so aus mit solchen Produkten für so Economy Class Leute. Technology Limited aus Hongkong. Bist du nach Hongkong auch schon First Class geflogen? Nee, Business. Kann nichts passieren mit meinem Kopf. Wie so ein Helm. Wie so. Na nee, scheiße, da oben ist er offen. Fuck. Was denn? Können wir jetzt mit Amerika vielleicht auch noch canceln? Nächstes Gadget. Damit du nicht verloren gehst, habe ich extra AirTags bestellt, die wir ja nicht dran machen. Ja, Yusuf, ich weiß, man darf das nicht. Apple nicht an Personen dran machen. Ja, ja, aber wir müssen an Laser, müssen wir sowas dran machen, sonst verlieren wir den. Wir spielen AirTag-Fangen in New York. Ich kriege einen AirTag dran und ihr beiden müsst mich jagen. Ja. Durch die ganze Stadt. Ich kriege ein bisschen Vorsprung. Ihr seht die ganze Zeit, wo ich bin, anhand meines Standorts mit dem AirTag. Dann müsst ihr gucken, ob ihr mich kriegt. Das wird sehr, sehr geil, glaube ich. Generell, ich bin ein riesen Fan von AirTags. Mhm, ich habe mir das als Kind immer gewünscht. Wie geil wäre das? Genau sowas einfach. Das ist schon geil. Bei mir war es generell so, als ich damals zur Schule gegangen bin, kam das erst so alles mit Satellitenbildern. Google Earth hieß es damals noch. Mittlerweile bei Maps, Karten, du siehst alles in 3D in den Großstädten und überall Restaurants verzeichnet und bla. Ich fand es früher richtig cool, auf einem Satellitenbild von oben mein Haus zu sehen. Habe ich mich schon gefühlt wie so bei GTA. Und das mit AirTags, das war auch eine Sache, die ich damals immer sehr geil fand. Und ich glaube, damit können wir
geile Sachen machen. Ich habe AirTags, Digga, ich habe in meinem Rucksack, ich habe im Koffer, ich habe in meinem Auto, an meinem Schlüssel, Portemonnaie, überall. Ich habe an deinem Auto auch einen AirTag dran. Ich habe bei dir nur eine Handgranate dran. Ah! Komm jetzt zum letzten Gadget und ich sehe schon, wie du damit am Times Square stehst. Ich möchte bitte, dass du... Das ist ein Selfie-Stick, ne? Ja. Ja. Ich möchte, dass du damit auf jeden Fall irgendwas machst. Mit einem Selfie-Stick. Ich dachte erst kurz, es wäre ein Laserschwert oder irgendwie so ein Scheiß. Es sieht ein bisschen so aus. Also es ist für einen Selfie-Stick ist es schon krass. Es sieht schon sehr hochwertig aus. Es ist unnormal schwer. Ich sehe auch gerade, man musste den aufladen. Was ist das denn? Was kann man damit machen? Was ist das denn? Das ist vielleicht doch Laserschwert. Also du kannst hier dann wahrscheinlich drücken, dann fährt das Ding auf. Das ist dein Auslöser. Ach, oh mein Gott, das heißt, du kannst den auch fernauslösen dann? Mhm. Hä? Digga, ich hätte mir das mal genauer angucken sollen, das Ding. Das ist ein ganzes Handy-Stativ. Du kannst es wie ein Stativ auf den Boden hinstellen. Automatically pop open when it hits the ground. What the fuck? Oh, das hat auch meine Haut eingeklemmt. Und wo soll ich Bild machen? Vom Mond? Ja, wenn du am Times Square stehst. Wenn wir das Ding mitnehmen nach New York, ne? Also das ist krass. Ja, und du kannst auch Stativ machen da draus. Ich kann ein Stativ rausmachen? Mhm. Hier, da steht, automatically when you pop it to on the floor. Hä? Aua. Oh mein Gott! Was? Was ist das denn? Jetzt steht's! Ey, wenn ich so am Times Square stehe, bitte lösch meinen YouTube-Kanal. Nee, du machst damit so TikToks. Das wäre krass, das wäre so der größte Cringe-Moment. Also, ja, ja. So was könnte ich mir niemals vorstellen. Das Ding ausklappen, alleine und dann TikToks damit machen. Ja, ist doch mal eine Challenge. Wir haben in Amsterdam auch so jemanden gesehen, der hatte das, hat dann sein Outfit. Oh, geht noch weiter. Hat dann sein Outfit gezeigt. Digga, das sieht aus wie Burj Khalifa. Und dann kannst du das Ding, kannst du hier so magnetisch so reinhängen oder halt dann nehmen und dann kannst du auslösen. So. Das ist krass. Ich könnte das theoretisch auch aus dem Flugzeug so raushalten. Wenn du Fenster aufmachst, ja. Mit dem Piloten, ja. Oder so vom Empire State Building runter. Da könntest du auch runter. Oder du baust das als neue Antenne einfach drauf. Vielleicht behalten wir das sogar. Außer er macht es jetzt direkt kaputt, dann halt nicht. Ich tue mir hier bei jedem Schritt weh, ne? Hey, wie das auch automatisch da so einfährt. Das ist ja richtig satisfying. Wie teuer war dieser Selfie-Stick? Das finden wir jetzt heraus. Ich glaube, der war nicht so teuer. Weil der könnte wirklich for real 100 Euro kosten. Das fühlt sich an wie ein richtig stabiles Stativ. Und du hast auch noch einen Schlagstock. Der ist richtig stabil. Gib mal deinen Kopf. Nein. 30 Euro. Also an alle, die gerne Selfies machen, Selfie Sandra, das ist eine richtig gute Idee. Das ist krass. Ich bin sehr begeistert. Guck mal, das ist so satisfying, wie das hier rauskommt. Und auch wenn man das wieder reindrückt, das ist richtig hochwertig. Das waren Reisegadgets, meine Damen und Herren. Ich glaube, den Selfie-Stick werden wir vielleicht wirklich mitnehmen nach New York. In 2 Wochen geht's für uns los. Wir machen große Content-Reise. Ihr könnt euch auf eine Menge beschissenen Content freuen. So, keinen Bock drauf. Du kommst doch auch nicht mit? Wenn ich mit dir in einem Hotelzimmer schlafen muss... Du kommst nicht mit? Lauf weg. Ja, okay, ich bleib zu Hause, finde ich gut. Du machst jeden Tag die Halle sauber. Oh gut, machen wir. Machen wir. Tschüss.